herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mr. Nandos und wir erleben hier Surviving Mars. Und mit ein bisschen Glück werden wir ein Surviving Mars erleben, das vielleicht nicht ganz so geplant verpennt war wie die letzte Folge. Meine Güte, nee. Irgendwie bin ich überhaupt nicht reingekommen. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber ich schon. Bin überhaupt nicht reingekommen. Komisch, naja, war's. So, ein paar Sachen haben sich jetzt auch geklärt. Zum Teil natürlich durch meine Verplanung oder eine Verplantheit in der letzten Folge. Ich habe hier natürlich einen leichten Denkfehler gemacht, oder was heißt einen leichten, ziemlichen Denkfehler gemacht. Ich habe ja, bin da genommen, um das ganz kurz nochmal zu zeigen. So, ganz langsam anfangen hier, ne, nicht nun wieder hektisch werden. Ich war ja bei den Kolonisten und bin hier auf gesamte Kolonie gegangen und hatte das irgendwie vollkommen vergessen, nicht mehr auf dem Schirm. Und dann wird da natürlich hier alles angezeigt und ich muss natürlich nach den Kuppeln gucken, wenn ich wissen will, ne, wo will ich denn wen einsetzen. Und da sind nochmal bei der Truman Show nicht ganz so viel Botaniker mehr am Start. Ja, so, ne, man sieht ja ganze vier. Und die sind auch alle da beschäftigt, wo sie beschäftigt sein sollen. Nämlich entweder in der Hydro-Dingsbums-Farm oder in dieser anderen Farm. Und Hydrokultur-Farm ist das, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Hydrokultur, ja, genau, Hydrokultur-Farm. Das ist halt diese normale Farm. Und naja, und dadurch bedingt halt, ne, ich habe halt nicht so viele Botaniker. Sind natürlich auch viele Leute hier. Beispielsweise dieser Wissenschaftler, der dann hier fehl am Platz ist, streng genommen. Ist ganz einfach so. Damit müssen wir halt noch leben, damit werden wir noch eine ganze Weile leben müssen. Ich denke mal, so nach und nach, wenn wir neue Leute bekommen und ich dann auch vielleicht noch mehr Botaniker bekomme und so, wird sich das Ganze vielleicht ein bisschen relativieren, verbessern, wie auch immer. Was ich auf jeden Fall machen möchte. Achso, hier, ne, hier unser mobiler Einsatz. Unser mobiles Einsatzteam, so rum, ist wieder an Ort und Stelle, um hier Dinge zu machen. Und früher oder später muss ich hier dann halt auch noch so einen ganz normalen Hub setzen für die Drohnen. Nur, das ist halt, der beruht auf Fertigteilen und den müsste ich mir dann halt besorgen. Ja, müsste ich dann auf ordern mit so einer Rakete. Wenn ich denn genügend Geld habe, aber wir haben ja einiges an Geld wieder reinbekommen, unter anderem hier halt Sponsoren haben wieder 500 Millionen, sollen wohl Millionen Dollar sein, heißt nur nicht Mars-Dollar, ich habe mir falsch gesehen, das sind Millionen und hier haben wir ja 1,5 Milliarden, so Geld haben wir wieder ein bisschen was und ich könnte das ein oder andere wieder ordern. So, das sieht ganz gut aus. So, die Rakete, die steht noch hier, weil der Tourist, der da abreißen könnte, der hat seine 5 Souls noch nicht rum. Und ja, ob ich dem hier wirklich was bieten kann, ist natürlich die andere Frage. Ne? Ich meine, wir haben hier so ein bisschen was. Aber das ist auch nur, wirklich nur so ein bisschen was. Problem, habe ich genügend Leute, um hier noch was anderes betreiben zu können. Was könnte man denn theoretisch überhaupt noch hinsetzen? Das ist Wohnanlage, Apartments, Kindertagesstätte, Spielplatz, Schule, Mars-Universität. Können wir noch nicht. Forschungslabor. Okay, ich könnte natürlich noch ein weiteres Forschungslabor hochziehen, nur so ganz nebenbei, aber das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich suche. Eine Weltraumbar haben wir. Ein Diner haben wir noch gar nicht, ne? Serviert die besten Mahlzeiten auf dem Mars. Außerdem gibt es hier Porzellangeschirr, Service, Essen, Sozialnahrung. Verbrauch, 2 Einheiten Strom, 1 Apfel, Wartung, ein bisschen Beton, 6 Arbeiter. Also ein Diner wäre schon was Feines, da ich ja hier so gar nichts habe. Sollten wir vielleicht einfach mal hier so einen Diner hinsetzen, in der Hoffnung, dass ich noch genügend Leute habe, um da auch diesen Diner zu betreiben. Ich mache das mal einfach mal so aus dem Bauch raus, aus dem Blau, aus dem Blaue, ne? Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wo ist der Eingang. Das ist mir hier schon passiert. Aber ich glaube, so wild ist das nicht. Ich will ihn jetzt nicht. Drehen kann ich den jetzt nicht mehr. Das ist so, wie es ist. Fertig. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was der Diner so bringt. Was auch nicht schlecht wäre. So ein bisschen Grünzeug. Glaube ich. Für die Entspannung.
Hier habe ich ja noch Platz, hier habe ich noch Platz und hier passiert relativ wenig. Was ich auch nicht weiß, es reicht so ein Lebensmittelgeschäft oder sollte ich noch ein zweites, aber ich habe nicht genügend Leute unter Umständen gehört. Das ist immer so der Geschichte. Hier habe ich jetzt noch einen weiteren eingestellt, sodass also jetzt hier rund um die Uhr eingekauft werden kann, was glaube ich nicht verkehrt ist. Da klappt das nicht. So, da klappt das nicht, weil nicht genügend Leute. Da muss ich jetzt demnächst mal irgendwann eine Rakete dann nochmal hinschicken, aber da müssen noch ganz andere Dinge nochmal passieren. Da muss ich mir noch ein bisschen so den Kopf zerbrechen. So, da entsteht gerade der Diner. Und da das relativ zügig geht, schauen wir dann direkt mal, ob der auch mit Leuten besetzt wird. Eine Schicht würde mir ja reichen. Das muss ja gar nicht hier rund um die Uhr funktionieren, das Ding. Das ist mal nicht schlecht. Würde ich eher sagen, hier. Oh. Hey, morgens vielleicht nicht so. Ja gut, wenn ich die Leute habe, was soll's. Dann haben wir hier halt rund um die Uhr. Gebäudeleistung ist auf 99. Nicht genug Nahrung. Ja, hallo. Die wird gerade angekarrt. Ja, genau. Das ist das nächste Problem. Wie sieht es denn hier mit Nahrung überhaupt aus? Nahrungsproduktion 13, Nahrungsverbrauch 11. Das ist gut. Da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Und das Ganze trotz abgeschalteter Pilzfarm. Ja, ich habe so ein bisschen offscreen gemacht, ne? Was gemacht, weil ich wollte halt gucken, wie kriege ich die Leute dahin, wo sie hin sollen. Und die Pilzfarm existiert jetzt nicht mehr, also existiert noch, aber sie wird halt nicht mehr benötigt im Augenblick. Ich habe sie einfach mal abgestellt. Dann würde ich die sogar abreißen. Dann kommt die weg. Spart Energie, Ressourcen und so weiter. Dann kommt die weg und warte, doch genug Nachrichten sind, was ist denn los? Nur los. Keine Lebenserhaltung, Kuppel ohne Lebenserhaltung 2. So, die meinen wahrscheinlich das Ding dann, oder? Die Kolonisten leiden unter Unterkühlung. Kuppeln sind mit Heizungen ausgestattet, die rund um die Uhr für angenehme 23 Grad Celsius sorgen. Ganz im Gegensatz zu den schwankenden Temperaturen der launischen Marsatmosphäre. Die Temperatur innerhalb der Kuppel sinkt rapide, wenn die Stromversorgung abgeschnitten wird, und die Kolonisten spüren die Nebeneffekte sehr schnell. Wenn die Situation unverändert bleibt, kann es zu Todesopfern kommen. Habe ich da gerade durch den Abriss da die Stromversorgung unterbrochen? Das wäre eine mögliche Erklärung. Tipp: Kolonisten mit dem Status Efnieren befinden sich in einer Kuppel mit unzureichender Stromversorgung. Verbessere die Stromversorgung zur Kuppel, um die Situation zu vermeiden. Ansehen. Wieso ist da jetzt auf einmal kein Strom mehr? Was ist denn da passiert? Moment. Brennt. Ganz offensichtlich hat dieses Teil irgendwie. Was da? Moment, das haben wir gebacken. Das haben wir gebacken. Das war relativ schnell. Hoffe ich. Moment. Stromkabel! Von hier meinetwegen nach dort. Nach dorten. Und dann sollte. Hier sitzen wir hier. Stromnetz durchtrennt. Dann sollte hier wieder für Strom gesorgt sein. So. Naja, hier war das Stromnetz durchtrennt. Das müsste jetzt aber wieder funktionieren. Oder habe ich da immer noch Probleme? Ist hier irgendwas, irgendein Gebäude jetzt ohne Strom, dass ich jetzt nichts. Wie sieht es hier aus? Nö, da kriegt man Energie. Der lädt und so weiter. Ich meine, ich kann natürlich jetzt noch eine weitere Leitung dahin legen. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Nur ob das notwendig ist, ist die Frage halt. Hier war irgendwie Stromversorgung. Komm. Mit der Maus an die Tastatur, also ne, an der Tastatur rangekommen und zack, bumm.
passiert. Irgendwie ist das komisch. Ein Moment. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Ich kann das nur vermuten. Ihr seht es auch, ne? Die Leitungen sind hier, ne? Ist momentan schon doppelt und dreifach. Jetzt ist die Meldung da auch weg, das ist gut. Ich werde aber trotzdem da noch was hinmachen, einfach sicherheitshalber, ne? Kann ja manchmal irgendwas schief gehen. Und dann würde ich hier nämlich auch nochmal so einen Teil hinsetzen. Das soll es dann auch. So. Okay, alles wieder gut. Wollte erfrieren nicht. Mann, was alles passiert. So, ja, das Teil ist jetzt auf jeden Fall weg. Und wie sieht es hier, ne, nahrungstechnisch immer noch? Oh, Produktion. Es wird nur einer mehr produziert, als wir letzten Endes selber verbrauchen. Aber immerhin, wir haben eine ganz leichte Überproduktion. So, der Servicekomfort ist dadurch direkt gestiegen. Das ist schön. So, ich wollte noch andere Dinge tun. Dann sinne ich mich ganz dunkel. Ich wollte so ein bisschen Grünzeug bauen. Anbauen. Achso, wie sieht es überhaupt mit unserem Touristen aus? Mal ganz kurz. 1000 Dinge. So, Kolonisten. Die Sache mit den Botanikern, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Achso, Spezialisierung trotzdem, Tourist. Achso, ich weiß nicht, wo der wurde. Ich gehe da mal auf Gesamte, ne? Kein Tourist mehr? Oh, ist der schon, oder will der schon abhauen? Oder ist der schon abgehauen? Oder wartet der auf den Abflug? Nö. Hä? Abreißende Größe? Er könnte ja zur Rakete, wenn er denn wollte. Das ist jetzt. Ein Moment. Wie war das? Ich hatte die Kolonisten ausgewählt. Ich war auf Botaniker gegangen und auf Arbeitsunfähige. Der Glidion Wie. Der wird als Tourist angezeigt. Ne? Das steht ja da groß und breit und so weiter und so fort. Vielleicht nicht ganz so glücklich. Wohl, also ist es ja eigentlich, also entspannen kann man, einkaufen kann man, Luxus, weiß ich jetzt nicht, Medizin ist möglich, Safari, ja gut, ich biete keine Safari an. Tut mir ja leid, habe ich noch nicht, ist noch im Bau. So, so bei arbeitsfähig wahrscheinlich, ich gehe mal hier, das machen wir mal weg. Dann gehe ich auf Doris. Ah, jetzt wird er angezeigt. Okay. Okay, der ist jetzt seit 3 Souls auf dem Mars und hat jetzt noch 2 Souls vor der Brust. Also wie gesagt, Safari habe ich nicht. Müsste ich dann halt beim nächsten Mal irgendwie mit anbieten. Gesundheitlich ist er aber auch wohl dabei. Sein Komfortgefühl ist soweit auch in Ordnung. So moralische, ja, immerhin auf 50. Also, ich denke mal, das wird so sein Touristenstatus sein. Das ist jetzt nicht so ganz dülle. Ja. Also hier, ne, das habe ich ja schon mal angemerkt. Halt. Also die Symbole sind ja ganz nett. Ich habe ja auch schon so ein paar Sachen rausgefunden. Moment, das habe ich mir sogar notiert an irgendeiner Stelle. Finde ich natürlich jetzt auf die Stelle nicht. Genau, Gesundheit. War das dann... Vernunft, geistige Gesundheit, Komfort, Moral, genau. Ja, Komfort geht so einigermaßen, ist immerhin bei 52%, also Moral immerhin noch 50, aber hier der Bereich, das ist wahrscheinlich so Touristengedönse, ne? Da ist er nicht so, ja, verbesserungswürdig. Gebe ich dazu. Gut, dann haben wir das Problem auch erledigt. Wissen wir jetzt daran kommen. So, weiter geht's. Mann. So, der ist noch ein bisschen hier. Ich glaube 2 Souls war's.
Wie sieht es mit dem Teil aus? Sammelt Exportgüter 13 von 30. So, das ist der Kommandeur, das wollte ich gar nicht, ich wollte hier gucken. Edelmetall, da ist nichts. Hier habe ich die Upgrade-Verstärkung. Moment, habe ich die schon gemacht? Achso, genau. Upgrade-Verstärkung ist durchgeführt worden, ist jetzt auch wieder eingeschaltet. Ab jetzt. Bestimmte Arbeitsschicht. Achso, die werden jetzt natürlich jetzt im Augenblick nicht arbeiten. Gelagerte Gesteinsabfälle. Nein. Edelmetalle suche ich. 0,7 von 20. Oha. Ja, das ist im Augenblick nichts. Jetzt ist die Frage: Schicke ich den Vogel schon mal los? Mit den 13 Dingern, die er da hat? Ich glaube ja, ne? Wird ja noch dauern, bis da weitere Klamotten produziert werden. Dann würde ich den schon mal wieder zurück zur Erde schicken. Aufgetankt ist er. Entladen ist er auch. Dann kriegen wir immerhin für diese 13 Einheiten Edelmetall ein bisschen Geld. Ist ja auch nicht verkehrt. Er wartet hier auf den Touristen. Und aufgetankt ist er. Und dann kann die dann halt mit dem Touristen wieder zurück. Dann ist die nicht ganz leer. Sehr, sehr gut. Ja, die Drohnen, die hier der Rakete zugeordnet waren, die sind jetzt hier alle bei dem Hub. Und können sich jetzt hier um dieses Gebiet kümmern. Das heißt, wenn ich immer irgendwelche Aktionen starte, habe ich dann gewinnt schon mal die Drohnen dafür abrufbereit. Hier, wie gesagt, brauche ich noch einen weiteren Hub. Wenn ich immer noch mit dem mobilen Teil als Krücke, als Hilfe unterwegs. Jo. Achso, was ich immer noch nicht gemacht habe und machen wollte, Grünanlage. Und ich sag noch, ich bin nicht so verpeilt wegen. Brunnen, kleiner Brunnen, Teich. Ein Teich wird auch nicht schlecht. Warte mal, hier ist ja soweit alles gebaut. Hier ist gut, deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Ich setze mal hier so ein Teich hin. Der Disput. Der Streit zwischen den Ingenieuren und Wissenschaftlern ist eskaliert und ist jetzt das Gesprächsthema Nummer 1 in der Kolonie. Welcher Streit zwischen den beiden? Ich höre was nicht mit. Anscheinend. Der Streit, welcher Beruf wichtiger für die Kolonisierung des Mars ist, spaltet die Kolonisten in zwei Lager. Du hast versucht, dich aus dieser lächerlichen Diskussion herauszuhalten. Aber Vertreter aus beiden Lagern sind dir auf dem Weg zum Mittagessen aufgelauert. Okay. Du stehst mit dem Rücken zur Wand und sie fragen dich, Kommandant, wer ist wichtiger für den Erfolg der Kolonie? Die Ingenieure oder die Wissenschaftler? So, Kommandantenprofil, nicht Erfinder. Die Arbeit der Wissenschaftler ist die Grundlage für die Arbeit der Ingenieure. Das gibt Krieg. Die Wissenschaftler erhalten einen Moralboost. Ingenieure verlieren für 10 Souls die Moral. Kommandantenprofil, nicht Hydro-Ingenieur. Achso, der Ingenieur verwirklicht die Theorien des Wissenschaftlers. Ingenieure erhalten einen Moralboost. Also ich kann machen, was ich will. Ich verliere immer. Was zum? Das ist doch lächerlich. Beide sind gleich wichtig. Ja, eben. Politiker bin ich nicht. Ingenieure und Wissenschaftler sind alle anderen auf dem... Moment. Ingenieure und Wissenschaftler sind wie alle anderen auf dem Mars ein Teil eines großen Ganzes. Jeder einzelne von uns erfüllt eine Rolle, die unersetzlich ist. Ist eigentlich auch richtig. Ja, also hier eine zu in den Vordergrund zu stellen, ist eigentlich Quatsch, weil wir brauchen dann schon alle. Und dann ist im Prinzip so, die Wissenschaftler bringen die Theorien in die Welt und die dann halt von den Ingenieuren letzten Endes umgesetzt werden, wenn man so will. Also da ist schon ein bisschen was dran, aber also die Grundlagen, ne? Theorien ist vielleicht das falsche Wort, aber die schaffen die Grundlagen mit ihrer Forschung und das, was dann letztendlich dann von denen als Grundlage erarbeitet wurde, ist dann halt von den Ingenieuren entsprechend umgesetzt.
Aber letzten Endes, wir brauchen beide. Ja? Also nur die Idee zu haben und dann das nicht irgendwie umsetzen zu können, bringt relativ wenig. Insofern mache ich immer die 3. Und dann sollen sie mit unserem glücklich und zufrieden sein. Mann, worum man sich alles kümmern muss. Schmeiß den Job bald hin hier. So, der ist noch nicht an Bord. Sol 43, ich habe ein bisschen hier so Zeitproblem. Hier nochmal auf Kolonist, ich weiß jetzt, wie es geht, hoffe ich. Spezialisierung. Wo ist er? Da. Ja, es sind immer noch 3, also immer noch 2 Souls Zeit. Gut, Pause ist nicht an, das ist auch gut. Oh mein. So. Ja, jetzt habe ich da den Teilchenauftrag gegeben. Pakete ist bald wieder zu Hause auf der Erde angekommen. Braucht das Ding Beton. Ja, Beton haben wir genug. Und die Produktion kann ich auch ganz schnell wieder anschmeißen, das ist auch kein Thema. Vielleicht noch so ein bisschen Park oder so. Wenn wir schon mal gerade dabei sind. Steingarten, Gassen, kleine Gassen, was ist? Moment, Augenblick. Ja, guck mal, ich muss ein paar Gassen, ne? Einfach nur um das so ein bisschen aufzuwerten und damit das ein bisschen netter alles ist, vielleicht hier auch, weil also kriege ich hier wahrscheinlich nicht mehr hin. Ein Brunnen. Da sieht man auch so aus wie der Teich vorhin, dann könnte das sein. Brunnen. Teich. Kleiner Brunnen. Und der ist wirklich klein. Ich da irgendwie in die. Das ist alles verbaut, da ist nichts mehr unter. Teich. Steingarten, Gassen. Kleine Gassen, Garten. Kleiner Garten. Torlampen. Ein Garten vielleicht. So am Diner, so ein bisschen Garten ist noch nicht verkehrt, oder? Machen wir das einfach mal so. So, ich will euch jetzt nicht zu viel machen, von wegen Ressourcen und so. Dann will ich auch nicht mit den Ressourcen umhasen. Jetzt in Ordnung geht, weiß ich nicht, aber ich hoffe einfach mal. Da so den Teich und dann so ein bisschen Weg hier zum Sitzen und so ist doch nett. Und da können sie dann Lebensmittel kaufen, die da gelagert werden. Oh Gott. Ja, man muss halt die Plätze nutzen, so wie sie da sind. Weißt du auch nicht. So, okay. Man muss ja auch den Touristen ein bisschen was bieten. Wenn ich schon keine Safari habe, dann so wenigstens ein bisschen Grünzeug. Und wie sieht's hier aus? So. Hier habe ich 12 Leute. Die dürften noch alle beschäftigt sein. Ein Board. Hier, da. 2 da. Moment. Wären dann nach Adam und Eve 9, wenn ich nicht ganz falsch gezählt habe. Müssten ja hier 3 beschäftigt sein, ne? Ja, das ist auch so.
was ist die vierte? Position hier kriege ich im Augenblick gar nicht besetzt. Ich bräuchte also hier Leute. Also Langeweile haben die hier keine. Was ja nicht verkehrt ist. Aber auch hier würde ich sagen, so ein bisschen Garten wäre vielleicht nicht verkehrt. Hier so in der Nähe vom Krankenhaus und dem Apartment. Dann haben die doch auch noch ein bisschen was an Spaß. Ich bin nur arbeiten und wohnen ist auch ein bisschen dröge, ne? So. Der Kollege ist noch nicht an Bord. Das ist gut. Hoffe ich. Ja. So, wollen wir noch mal ganz kurz gucken. Ist das jetzt irgendwie, ne, seine Laune ist nicht besser geworden. Ihm fehlt einfach die Safari. Ja, so ein bisschen so in der Gegend hängen können, so mit den wilden Tieren schmusen, die es hier nicht gibt. Dafür jede Menge Sandteufel und so ist ja auch was Feines. Aber ich muss sagen, wir schlagen uns hier ganz gut. Gut. Ja, ich meine, gut, das ist auch leichter Spielstand, gebe ich ja zu. Ich mache jetzt nicht den schweren Kasper, was man hier machen könnte. Aber ich wollte auch erstmal reinschnuppern in das Spiel. Ne? Das ist manchmal ganz einfach so, dass ich dann wieso ist es gar nicht kenne. Und erstmal auf Vorsicht gehe, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Naja, und wir sind ja noch lange nicht fertig. Gibt dann noch einiges zu tun. Vor allen Dingen, wenn man hier so hier, was ich hier noch alles an Gebiet erkunden muss und so weiter und so fort. Da haben wir noch eine Strecke vor uns. Forschung abgeschlossen. Angepasste Sonden. Das ist prima. Was ist hier los? Oh, da habe ich auch gepennt. Ja, da habe ich auch noch einiges vor, auf jeden Fall. Das machen wir. Aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.